Willkommen zurück bei Dark Souls 2. Wir machen es ganz kurz. Ich werde jetzt ganz kurz mit euch weitergehen, dann die Seelen auslegen und dann werde ich den Schmelzerdämon unten in diesem Eisengang genauso töten wie den Rauchritter. Heißt im Klartext für euch, wird das keine komplette kommentierte Aufnahme, sondern ich werde das Ganze dann ohne Kamera und sehr, sehr fokussiert und ein bisschen gemütlich machen. So wie jetzt auch mit dem Rauchritter übrigens. Hat ja relativ gut funktioniert nachher. Auch wenn ich fast tot bin, sehe ich gerade. Ähnlich wird es auch mit dem Schmelzer-Dämon laufen, ne? Ich meine, Schmelzer-Dämon, den wir unten gesehen haben, den blauen, der ist sowieso sehr böse. Da können wir den schön entspannt machen. Aber da unten haben wir erst noch, jemanden. Okay, das ist dann wohl der alte Eisenkönig. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Hier war mal groß. Krone des alten Eisenkönigs, der einst dieses Land regierte. Der König sank unter dem senkenden Eisen nieder, traf auf den Träger des verbotenen Namens und wurde zu stinkender Erde. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an den Namen des Königs. So. Wir gehen mal wieder rüber auf die Rüstung hier. Weiß von den Werten her ist nicht ganz so geil, aber wir werden wahrscheinlich sowieso gucken müssen, dass wir nicht die Handschuhe hier nicht, weil dass wir ein bisschen mehr mit Geschick arbeiten gleich. Ich habe gelesen, man muss sehr viel rollen. Das sind sie doch, mein Gott. Wir nehmen die Feder. Wir nehmen die Feder, damit wir draußen nicht noch durch die Typen sterben. So. Wenn wir den Schmelzer auch noch haben, fehlt nur noch der tatsächliche Endboss. Und da der Schmelzer auch nochmal nervig wird, vor allem vom Laufweg her, dachte ich mir, komm, dann machen wir es lieber so, dass ich den Weg relativ häufig überspringe, damit ihr jetzt nicht jedes Mal alles sehen müsst, beziehungsweise ich eben auch canceln kann. Ne? Ich mache es wahrscheinlich so 20 Minuten, 30 Minuten, dann cancel ich einfach. Macht dann nochmal 20 Minuten, cancel, macht nochmal 20 Minuten und werde euch dann nur das zur Verfügung stellen, was dann wirklich lohnenswert ist, damit ihr jetzt nicht stundenweise Laufwege seht, wenn ich es am Ende doch nicht schaffe. Ne? Deshalb machen wir das so, wir machen jetzt einmal die Seelen auslegen und dann bin ich weg und werde dann unkommentiert immer wieder dahin laufen. Ihr könnt die auch gerne skippen. Ne? Wie gesagt, das Video endet, sobald ich den Schmelzerdämon getötet habe und vielleicht schaffe ich es auch gar nicht. Kann auch sein, ich weiß es nicht, müssen wir gucken. Ja. Dann haben wir aber auch das Schlimmste geschafft. Dann fehlt noch der Endboss des Addons. Und dann haben wir das zweite DLC rein inhaltlich von den Bossen her zumindest schon mal beendet. Und müssen dann nur noch gucken, dass wir mit dem Rest dann noch aufkommen. Beispielsweise noch die restlichen Schmelzerkeile in die Seelenfragmente platzieren, damit wir die Seele noch bekommen und so weiter und so fort. Einige Kleinigkeiten müssen wir noch machen, aber dann haben wir das Addon grob geschafft. Grob. Grob. Nee. Are you sure? Ja, genau. Weil die anderen Leute hier auch so viel kaufen, die sich nicht mal von der Stelle rühren. Auch ganz cool aus, ne? Benhards Rüstung. Ach, wenn wir den getötet haben, oder was? So ein bisschen grausam, ne? Wenn man die Sachen erst bekommt, wenn man die tötet, die Leute. Danke. Gut. Wir können mal gucken, ob wir rein theoretisch genug Sachen haben, um das Schwert abzudaten. Ich denke mal nicht. Geht ja gar nicht. Forget it. Es geht gar nicht. Gut, so, dann bin ich mal raus. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass wir das relativ schnell schaffen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Normalerweise müsste ich den anderen Schmelzer, den wir zuerst machen, aber wir machen es einfach jetzt, damit das Addon schön hintereinander ist und ich bin es ja gewohnt inzwischen. Viel Spaß, ich hoffe, es geht schnell und wir sehen uns dann, ja, irgendwann wieder, wenn ich es geschafft habe. Tschüss.